Salut GHD, gleich geht's los. Was für ein Highlight. Wir spielen gegen Superligist GC, gegen einen Aufsteiger von letztes Jahr, den wir ja schon ein bisschen kennen. Wo die Auslosung war, hast du gesehen, es ist GC. Hast du dich gefreut? Ja, sicher. Es ist immer schön, gegen eine Mannschaft zu spielen, die von der Superliga ist. Und ja, da können wir uns messen. Mhm. Was erwartest du jetzt für ein Match? Bekennt der GC noch von letztes Jahr? Kann man das noch ein bisschen vergleichen oder ist es schwierig? Also ich glaube, vergleichen kann man das nicht, weil es ist fast eine komplett neue Mannschaft. Also ein einzelner Spieler, der vielleicht noch werden spielen von Anfang an, wenn überhaupt. Mhm. Wie hast du das Gefühl, sind wir parat für ein Cup-Match? Wir haben jetzt in dieser Meisterschaft schon die eine oder andere Leistung gezeigt. Die einen waren sehr gut, die anderen weniger. Wir haben jetzt das letzte gegen Lausanne gewonnen. Was hast du das Gefühl, sind wir parat? Ja, sicher. Also wir sind bereit. Es ist nicht einfach. Also man sieht das anhand des Matches, dass die Gegner euch besser sind geworden, dass die Gegner euch kennen, Fußball spielen. Und ja, auf irgendeine Art ist das euch eine Herausforderung für uns. Jetzt mit dem Köpen eine gute Abwechslung und wir sind bereit und freuen wir uns auf das. Ich habe gesagt, das ist ein Highlight. Ist das für euch Spieler auch? Also aus Fansicht ist es natürlich sehr ein Highlight. Ist es aus Spieler ohne ein Highlight oder ist es ein Match wie jeder andere, der Köp? Ja, also jetzt nur am Anfang ist es sicher ein Match wie jeder andere. Aber natürlich, wenn man, umso weiter dass man kommt, umso grösser wird das Highlight. Mhm. Gut. Ja, die Fans kommen sicher ins Stadion. Wie war jetzt das für dich? Oder du bist letzte Saison hast du es erlebt, wie es ist, ohne Fans zu spielen. Wie hast du es jetzt erlebt, du Stürmer, wenn wieder jemand da ist in Stockhorn Arena? Ja, das ist einfach geil, dass die Fans wieder da sind, die Stimmung da ist, dass man ab und zu mal einen Spruch kehrt. Das kehrt dazu. Das ist, ja, das vermisst man als Fußballer. Für die Emotionen und ja, für das lebt man halt. Für das spielt man Fußball und das hat man schon vermisst, letztens. Gegen Aarau hast ja du einen riesenschönen Ofen geschossen. Dann zuerst ein Goal, wenn wieder so richtig vor Fans hier, Stockhorn Arena. Wie war das? Hast du ein bisschen Hühnerhut nach dem Goal? Ja, ja, sehr. Und vor allem, wenn ich daheim dann wieder nochmal geschaut habe und die Reaktion der Fans hat gesehen, ist ja, haben nicht bekommen. Sehr schön. GC, wirklich ein starker Gegner von Super League. Vierte ab 8 geht es los, perfekte Spielzeit, das ist ein Fernsehspiel. Kommen auch ein paar Leute aus dem Wallis schauen, geht es hier auf Thun? Ja, ich glaube ja. Also, das hat mich schon ein paar angesprochen im Wallis. Das, ja, die ist sich freuen auf der Match.